Na gut, gehen wir mal eins immer. Nee, ach doch, das ist richtig gut. Guten Morgen! Setzen Sie sich geschwind, bevor ich gar nichts davon verstücke, wie ich mich lasse. Nach Enteuerste, Täubchen. Ach, lass doch bitte das Haken schlagen. Ich bekomme sonst jedes Mal fast einen Herzanfall, wenn du höflich sein möchtest, Schatz. Jawohl, Liebling. Wie geil. Guten Morgen, liebes Wesen. Ist du derzeit gar nichts? Oh nee, sprech ihn gar nicht an. Was zur Hölle? Ich würde mir künftig die übertriebene Konzentration auf die leibliche Seite des Daseins versagen. Was? Was ist mit dem los? Du scheinst dich erinnert zu haben. Und noch dazu so plötzlich. Ich habe die gestrige Nacht mit einigen erbaulichen und vielen leidigen Reflexionen verbracht. Meine Nacht diente den Erhebungen des Geistes. Ja, hier Andeutungen machen! Mich trachtet es nur anderen Genüssen als denen schnöder körperlicher Sinne, mein Herr. Jetzt habe ich den... Ach, das ist fein, liebe Kreatur. Dann legst du bestimmt keinen Wert auf deine Tasse Kaffee. Vielen Dank. Sie sind ebenso irritierend wie faszinierend, werte Gäste. Meine Hauptkurbelwelle läuft ganz schwer bei dem Gedanken, dass die Stunde des Abschieds naht. Die kurze Zeit, die sie mir ihr Gastgeber zu sein vergönnten, habe ich unendlich genossen. Und ich möchte mich noch einmal für das nächtliche Ächzen und Stöhnen den Rollsystemen entschuldigen. Wie fies. Es ist mir unerklärlich, wo er es rührt. Aber mach, wenn sie ja guckt. Oh ja, deswegen liebe ich dieses Spiel so. Und dieser holzame Humor ist nur geil. Bagatelle. Ich glaube kaum, dass jemand davon belästigt wurde. Hier ist einiges ungewöhnlich. Was soll ein Haushalt eines Morgenmantel tragenden Roboters bitte ungewöhnlich sein? Das ist mir gerade aufgefallen, dass er Morgenmantel trägt, Leute. Ach ja. Ich frage mich nur, was im Wartungsraum mit den Marmoratoren passiert sein mag. Das war sehr befremdlich. Ich muss gestehen, ich habe keine Erklärung. Es scheint das Werk eines Turmsüchtigen zu sein. Werde mich nicht wundern, wenn einer ihrer Blechkameraden ein paar Schrauben locker hat. Auszuschließen ist das natürlich nicht, werter Herr. Ein Wort zur Abreise. Ja, es steht es um unsere Heimreise. Seien Sie unverzagt und guter Dinge, gnädige Frau. In wenigen Stunden das Weltenschiff der Herren. Wie befremdlich. Warum wird ihr bereits das Signal gegeben? Signal? Der pfeifende Dampf gemahnt uns, alles für die Ankunft der Herren bereitzuhalten. Schnell! Bitte sehen Sie mir meine ungeziemende Eile nach, werte Gäste. Aber es wäre töricht, die Herren warten zu lassen. Rasch! Die Weltenschiffe warten nie sehr lange. Okay. Hier entlang bitte. Ich bringe sie so nahe wie möglich an das Weltenschiff. Hasse es, wenn es irgendwas so dunkel wird, sobald wir die Sinne wechseln. Sie offenbaren einen betrüblichen Mangel an theatralischer Empfindsamkeit, mein Herr. Ich hätte niemals so sprechen sollen, jetzt mit so einer rauen Stimme. Ich finde vor allem einen Mangel an Licht. Autsch! Oh Gott, Schatz, mache bitte nichts kaputt. Deswegen lese ich dich zu Gast. Darf ich nun um gedämpfte Laute bitten? Wir sind da. Vor allem, wie sie es auf der Spülmechanik rumhacken. Licht. Ich meine natürlich, die Lichterhelle vertreibt das Dunkel. Lange Lageraufklärung. Psst, so seien Sie doch bitte etwas leiser. Jawohl, leise sein. Meine Güte, Schatz, sei nicht immer so... Ach, du weißt es einfach nicht besser. Aber es ist schön, dass du dich wenigstens bemühst. Verzeihen Sie mein Ungestüm, aber ich muss Sie alle drängen. Natürlich, mein Bester. Doch sagen Sie, wo sind wir hier? Wir sind im Verladehangar der Eisernen Stadt. Hier legen die Weltenschiffe an. Was geschieht jetzt?
In wenigen Augenblicken öffnen wir das Tor, damit die Herren ihre Gründe verlassen können. Womöglich lassen sie sich zu einer Erklärung herab, was die eiligen Umstände ihres Besuches betrifft. Wie lautet die Plan? Ich habe sie so nah wie möglich an die gleich anlegende Gondel des Schiffes gebracht. Sobald sich das Hangartor öffnet, bewahren sie unbedingte Ruhe. Ich werde dann die Herren in die inneren Bereiche der Stadt geleiten. Das ist der Zeitpunkt, ab dem sie versuchen müssen, an Bord zu gelangen. Unentdeckt, auch nur im Innenspiel. Die Weltenschiffe wimmeln von tüchtigen Schreitern. Ein Kampf kann nicht gewonnen werden. Oh je. Hoho, da wird es Zeit für eine List. So ist es. Lassen Sie sich etwas einfallen. Es war Zeit. Die Herren sind angelangt. Gehaben Sie sich wohl und viel Glück. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Vulcanus. Können von Glück sagen, die Herren Professor bei uns zu haben. Ohne sein Geschick wäre dieser Dampfmann gewiss nicht ein artiger Kavalier. Reden Sie schlecht über Herrn Vulcanus, Liebster. Ich weiß, es sind nicht nur veränderte Hilfestellungen, die seinen Charakter bestimmen. Und ich habe Erfahrung darin, das Gute unter harten Schein zu erkennen. Ein Klimper? Genug getortelt, ein Abenteuer wartet. Also halten wir uns bereit. Sie sind da. Öffne das Tor auf die Herren. Wow, wie episch. Echt mal, das ist episch. Oh je. Kein Kopfkantentag, ja. Willkommen, Herren. Euer treuer Knecht entbietet seine Grüße. Euer heutiger Besuch trägt die unübersehbaren Züge des Ungewöhnlichen. Erlaubt mir die Frage, was? Schalk, der große Bürger selbst ist gekommen, um die Lieferung persönlich zu befehlen. Der große Bürger ist übrigens der Endgegner des Spiels. Der große Bürger, ja, was für eine Ehre. Ich glaube, das ist der Anführer, der den Tag lang mit mir alles täuscht. Das ist das, in der Tat, Sklave. Ich hoffe, du hast gut gearbeitet. Denn der große Wirker verzeiht nicht so schnell wie ich. Wie spreche ich den? Er haben es da verzeiht, wenn ich gewusst hätte, dass ihr persönlich erscheint, hätte ich. Aber ja. Ja, Herr, wenn das euer Wunsch ist. Natürlich, Herr, ich zeige euch, was immer ihr begehrt, wenn ich vorangehen darf. Ich wette, das spricht über Telepathie gerade mit ihm. Ja, Telepathie. Sehr wohl, Erhabenster. Der kann Telepathie. Oh Gott, wie stark ist er da bitte? Hier entlang, bitte. Und die Musik. Uah. Oh je, und das muss ich auch noch. Das gibt es, liebe Freunde. Wir müssen irgendwie an den Wachen vorbeikommen. Ungesehen. Pa! Er ist schon mit den Packern fertig. Denke dran, was uns Vulcanus gesagt hat. Diese Schiffe wimmeln nur so von Kämpfern. Ein Kampf wäre einfach nur töricht, der Einfallspinsel. Genug jetzt. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Falsche Stimme. Genug jetzt. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. An Bord. Versuche an Bord zu gelangen, ohne entdeckt zu werden. Sobald du in den grün-gelben Wachstrahl gerätst, löst der Alarm aus. Viel Glück. Ich kann nicht abspeichern. Oh je. Oh je. Wo fängt denn der an? Da fängt er an. So kann ich dahin. Oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Nee, scheiße, so schafft man das anscheinend nicht. Da kann man nicht hinter oder was? Okay, dann muss ich. Nee, warte, wo kann ich nicht? Muss ich mal überlegen, wie mache ich das jetzt? Und jetzt! Wow, dort! Ja, klar! Wie soll man das denn schaffen? Ich bin nicht in Testmodus, also kann ich auch nicht klippen. Wo geht das Eis lang? Ich kann auch nicht da unten lang.
oder? Muss mal ausprobieren. Ich will da, ja, ich kann nicht hinzeigen. Links, links untere Kiste will ich mal.